Und willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops. Letztes Mal sind wir stecken geblieben und wir müssen jetzt diesen CIA-Agenten, diesen Dennis, retten. Ich bin die Frames aber gerade verrückt. So hat sich mir jetzt so sehr im Video. Und ja, so mal gucken, ob wir hier klarkommen. Kommt durch das Gebäude! Werden die 33er nicht als Helden angesehen? Die Folter wirkt ein bisschen heftig. Wenn dieser Radiotyp das Sagen hat, ist alles möglich. Wie kommst du drauf? Ich glaube, ich kenne ihn sogar. In Kabul reist du ein Reporter mit der 33. Schräger Typ, die Sorte, mit der man sich nicht gern anlegt. Ich habe nie mit ihm geredet, aber der Colonel vertraute ihm blind. Kam nie dahinter, wieso. Aber es scheint, sein Vertrauen hat sich ausgezahlt. Und wieso denkst du, das ist derselbe Typ? Seine Stimme. So eine Stimme vergisst man nicht. Das Signal ist noch schwach. Wir müssen weiter runter. Hey! Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Lass ihn los, Labiel. Hat's recht. Finger weg von der Ware. Sie haben 30 Sekunden. Sagen Sie, was Sie wollen. Was ich will, sind Sie. Sie sollen mir offiziell von dem Völkermord erzählen, den Sie und Ihre Freunde dem Rest der Welt verheimlichen wollen. Unsinn! Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Schaff ihn raus! Ach ja? Ich sage Ihnen, was ich weiß. Ich kenne die Wahrheit, Mann. Und die Wahrheit ist, ich kenne jeden Auswanderer, jeden fetten Bonzen, der aus Dubai abgehauen ist. Und zwar ganze 2 Tage, bevor Ihre Behörde eine Meldung über die Stürme rausgehauen hat. Ich weiß, dass Ihre Frau und Ihre Kinder an dem Morgen abgereist sind und dass Ihre Geliebte heute Abend fliegt. Tarek Shubsala! Sie wissen nichts von Dubai, mein Freund. Wenn es so wäre, wüssten Sie, dass wir bestimmen, was die Wahrheit ist. Und kein Gegenbeweis, den Sie finden, wird daran etwas ändern. Und jetzt verschwinden Sie. Sie können die Wahrheit nicht verbergen. Interessant. Wenn ich die Informationen noch gefunden habe. Naja, so, dann gehen wir jetzt mal weiter und hoffen, dass wir diesen CIA-Agenten noch finden, irgendwie. Wann ihn lebend antreffen. Ne? 2 von 2. Wenn ich mich richtig erinnere, in Dubai ist das Spiel jetzt sogar verboten worden. Oder bist du in den Emiraten da? Wo Dubai dazugehört. Suchen wir den Ausgang. Da ist eine Tür. Da geht's wohl raus. Na, gehen wir doch einfach mal hin. Autsch. Scheiße. Aua. Da schlenken. Scheiße! Scheiße! Also ich würde danach nicht wieder aufstehen. Ja, weiter nach unten. Wir sind unten angekommen, ich sag. Au! Adams, Lugo, hört ihr mich? Das ist Igel. Toll. Kein Signal. Ausschwärmen und alles durchkämmen. Er ist irgendwo da unten. Wird ja immer besser. Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. Ich geb dir Deckung. Geht ja wieder gut los hier. Gang 3 ist einfach durch das Ziel geführt. Ohne die Serie besteht keine Chance, Konrad zu finden. Ich glaube, ich weiß auch, woher der Typ dann nachher. Aber ich hatte schon so ein komisches Gefühl, als er die Tür eintreten wollte. Das hat mir schon irgendwie. Sah schon so komisch aus. Jetzt sehen wir das hier nochmal.
Was haben wir, Adams, ja? Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Ausschwärmen und alles durchkämmen. Er ist irgendwo da unten. Wird ja immer besser. Okay, auch schnell ein Gewehr. Bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, Sergeant. Was? Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich sag ja nur. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Ja, wohin? Dann mal los. Ich muss um mir das hin, glaube ich, habe ich das Gefühl. Nur wie lang? Wie lang vor allen Dingen? Wechsel Position! Feind ausgeschaltet! So. Lade nach! Seid wachsam! Okay. Hier sind ein paar Versprengte! Erledigt sie, bevor sie Alarm schlagen! Pass doch auf! Feind am Boden! Weit über uns! Scheiße, ein Hinterhalt! Vorsicht! Schrotzelt den Anmarsch! Ich bin tot gerade. Unterwegs! Boah. Sag mal hier, ich kann mich von hab ich schon. Okay. Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Was uns da hinter wieder erwartet. Ach, wir müssen auch noch aufspringen. Was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Walker, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Wir haben sie. Vorrücken, los, los! Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel. Auf den Frachtcontainer! Feind im Anmarsch! Ausgeschaltet! Verteidigungslinie!
Scharfschützen! Hast du das Ding mit mal auf, Adams? Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Dumb Duck. Siehst du nicht, ne? Du bist auf, los jetzt! Wir können los, Walker, komm! Ach, was stinkt denn hier so? Wir können uns bestimmt gerade die Granaten noch holen. Ah, ich hab voll. Okay. Dann hat er schon erledigt, was ich wollte hier. Dann gehen wir mal weiter und schon mal ins Teil nur wieder erwartet. Irgendwas Stinkiges. Ach du Scheiße. Oh Gott, Scheiße. Fuck. Oh Gott, so viele Leichen. Ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Vorsicht, die werden warten. Okay, ich muss nachladen. Dummer Anstalt einfach aufsetzen. Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Ja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich, ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs! Hölle. Da oben, das ist gut. Verschwindet. Los, los, renn weg. Da. So, wenn ihr hier raus wollt, dann tut, was ich euch sage. Ist das klar? Komm, komm, halt. Wer sind Sie? Ich bin ein Shadow, CIA. Walker, Delta Force. Woher wissen Sie, wer wir sind? Ich weiß vieles, Captain, aber jetzt ist keine Zeit zum Reden. Schade, ich wollte gleich mal ablegen, ne? Ausschalten. Boah, hier geht's ihm wieder. Links von euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. Oh, den hat's erwischt. Triffst du ihn wirklich? Hey,
Fällt nur raus damit! Vorsicht! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Halt es doch! Gib mir Deckung, ich lade nach! Auf den Weg! Granate, du Drecksack. Da hat mir einen neuen Freund gewonnen. Schade, dass du uns vor der großen Überraschung gibt. Nein, ich hab mich gerade ducken. So beschiss gewesen. Aus der Haut. Wir haben Kontakt. Befehle? Lade nach. Super. Na ja, oder stellen wir mal den nächsten Mal nochmal probieren. Und, ich schaue, dass das trotzdem gefahren, auch wenn ich das wieder genug habe am Ende. Und würde sagen, wer es auch gefahren hat, schau, nächste Folge wieder eins. Let's play Spec Ops The Line. Bis dahin, ciao.